Der Fund unseres Lebens? Bin mir sicher, dass euch genau das erwartet. Also dann! Wie kann das sein? Das Ding liegt doch auf der Seite. Die TARDIS ist was Besonderes. Sie hat ihr eigenes Gravitationsfeld. Würd's erklären, wenn ich Kreide und eine Tafel hätte. Es ist innen. Innen viel größer als außen. Das höre ich häufiger. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn, irre und abgefahren. Die Luft ist rein. Okay, gut. Vorhin warst du genau hier. Komm schon, Clara. Rede mit mir. Wie groß ist das, Baby? Stell dir das größte Schiff vor, das du kennst. Stellst du es dir vor? Ja. Gut, kannst es vergessen. Denn dieses hier ist unendlich. Dauert Stunden, bis du sie hast. Tage, außerdem ist hier alles verseucht. Sie wäre tot, bis ich bei ihr bin. Die Aufgabe lautet wie folgt. Wir müssen sie finden, innerhalb einer Stunde. Wir? Ihr seid genau die Richtigen dafür. Davon war keine Rede. Bis jetzt. Wieso sollten wir dir helfen? Weil der Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert wurde. In einer Stunde wird dieses Schiff explodieren. Versuch gar nicht erst zu fliehen. Die TARDIS ist verriegelt. Ich öffne die Tür, wenn Clara neben mir steht. Du kranker Irrer! Mein Schiff! Meine Regeln! Wir gehen alle drauf. Auch die Frau. Sie stirbt auch, wenn ihr mir nicht helft. Nur ein Irrer steigt ins Raumschiff eines Verrückten. Sowas hat man früher in der Schule gelernt. Okay, ich muss euch wohl erst überzeugen. Sagen wir 30 Minuten. Jetzt stirbt sie noch schneller! Unter Druck sind wir leistungsfähiger. Oder sagen wir gleich 15 Minuten. Wow! Wow! Ihr verschwendet gerade sehr viel Zeit. Der wertvollste Fund eures Lebens. Ihr dachtet ans Schiff. Aber ich an Clara.